Mein Thema ist, wie ist der Ikonik-Turn mit der christlichen Erzählung verknüpfbar? Ein Debattenbeitrag mit Positionen von Gegenwartskunst. Ikonik-Turn, wissenschaftliche Erkundungen und Perspektiven, der Hashtag 01 einer Tagung, die in ihrer Mitte den Programmpunkt feierliche Gründung eines europäischen Netzwerks zum Ikonik-Turn aufweist, erlaubt Grundsätzliches zu sagen. Und um es methodisch abzugrenzen, auch eine durchaus assoziative Annäherung an einen offensichtlich großen Begriff, der in der kulturwissenschaftlichen Community einen Konsens beansprucht. Der Ikonik-Turn ist gesetzt, wie wir heute gehört haben. Was aber bedeutet er? Wir haben schon einiges gehört. Darf er hinterfragt werden? Nicht so ganz. Meine erste assoziative Annäherung an diese Fragestellung ist die, dass ich darüber schon einmal vor 13 Jahren, genauer am 15. Dezember 2010, ein Referat gehalten habe, am gleichen Institut, das damals der kurz vor Weihnachten verstorbene oder vor Weihnachten 2022 verstorbene Grazer Fundamentaltheologe Gerhard Lacher veranstaltet hatte. Lacher hatte immer wieder Fundamentaltheologie für aktuelle wissenschaftliche Transformationsfelder anschlussfähig zu machen versucht und wandelte damals den Begriff des Linguistik-Turn, der 1967 von Richard Rorty oder dann doch jemand anderen erstmals eingeführt wurde, in Cultural Turn. Das sollte eine Schnittmenge bilden zwischen Sprache und Bild, also zwischen Linguistic Turn und Iconic Turn, die das bisherige Begriffsdenken der Wissenschaft in Form der Vernunft aufweichen sollte. Theologie im Cultural Turn hieß demnach die Tagung. Auch damals waren internationale Gäste geladen, wenngleich nicht so viele. Doch welchen Epitheton der jeweilige Turn auch hatte, Linguistik, Cultural oder Iconic, ich war, wie ich mich erinnere, irgendwie skeptisch. Ich stieß mich damals eigentlich am Begriff Turn. War ich doch überzeugt davon, dass gerade das Christentum, ich hatte natürlich die Bücher von Gottfried Böhm und so alles gelesen, war ich überzeugt davon, dass sich gerade das Christentum vor allem in den Gestalten der katholischen und der orthodoxen Variante einen Turn nicht notwendig hätte, sind diese beiden Konfessionen doch durch das Bild durch und durch konstitutiv geprägt. Sie leider nicht. Andererseits hatte ich einen solchen Turn in der damaligen Theologie nicht wirklich wahrgenommen. Die einzige Abwandlung, die ich damals vorgeschlagen hatte, war, im Christentum gehe es bei aller Wertschätzung für die Ikone, für Kult- und Andachtsbilder, eigentlich um einen corporal Turn. Das heißt letztlich doch nicht einfach um das Bild oder um die Erscheinung, auch nicht nur um das Urbild, sondern um den Körper, um das Fleisch, um die Materie, um Johannes von Damaskus gleich an dieser Stelle zu bemühen. Also um das inkarnatorische Prinzip. Dieses betrachte ich eigentlich noch immer als einen archimedischen Punkt für eine theologische Kunstbetrachtung. Und zwar sowohl in seiner anikonischen Form der weißen Scheibe in der Eucharistie, wie in seiner ikonischen Form extremster Sinnlichkeit, wie sie Malerei, Skulptur oder Architektur, aber vor allem der Kult entwickelt haben. Das hatte ich damals auch mit einschlägigen Bildern aus meiner eigenen kuratorischen Tätigkeit der letzten Jahrzehnte belegt. Bereits in meiner Dissertation Biblische Bildlichkeit, Kunstraum, theologische Erkenntnis, 15 Jahre vor diesem genannten Referat, hatte ich herausgearbeitet, dass Bildlichkeit vor allem derart begründet sein müsse. Da nun aber noch weitere fast 15 Jahre mittlerweile vergangen sind, möchte ich in meinem heutigen Beitrag einen anderen, weiteren Beitrag und vielleicht auch durch viel Ausstellungspraxis versehenen Ansatz versuchen. Also zweiter Punkt wäre also Bildtheologie und Iconic-Turn, nicht bekannte Verwandte. Mit orthodoxer Ikonentheologie, katholischer Bildtheologie und evangelischer Symbol- und Gleichnishermeneutik, so steht es im Ankündigungstext, wird in diesem einladenden Symposiumstext eine starke Trias aufgemacht,
wie die Gesprächspartner der christlichen Konfessionen auf einen Iconic Turn gestaltet sein müssten. Und solche Gesprächspartner haben sich die Vertreter des Iconic Turn ja auch von Anfang an gewünscht. Wenngleich ich finde, dass es Angebote gegeben hätte, die besser aufgenommen hätten werden können. Und zwar, als es bislang geschah. Und der Verfasser des Wikipedia-Artikels, ich weiß, es ist so in einer Community, es ist peinlich, Wikipedia zu holen, aber doch, der Verfasser des Wikipedia-Artikels zur ikonischen Wende nennt alle möglichen Gesprächspartner, Philosophie, Filmwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Mathematik, Biologie, Informatik, nur die Theologie oder die Bildtheologie nicht. Ich wende mich deshalb in einer zweiten kurzen Vorbemerkung kurz dem zweiten Begriff der katholischen Bildtheologie zu. War ich doch von Anfang an als damals kleiner wissenschaftlicher Mitarbeiter aus dem fernen Graz in Köln dabei, als dieser Begriff von meinem Lehrer Alex Stock überhaupt in die wissenschaftliche Community eingespeist wurde. Gerade die etwa zeitgleich entstandene Bildwissenschaft hatte die Bildtheologie allerdings nicht rezipiert. Bildtheologie haben in der jüngeren Wissenschaftsdebatte in der katholischen systematischen Theologie nur sehr wenige ernsthaft und vor allem institutionell betrieben, wie Alex Stock mit der Begründung der bildtheologischen Arbeitsstelle und dementsprechende Publikationen und der damals ins Leben gerufenen wissenschaftlichen Reihe Ikon, Bild und Theologie im Verlag Fernand Schöning, mittlerweile vom Brill übernommen, wo auch diese Tagung als Band erscheinen soll. Ikon wurde bzw. wird von Alex Stock und Reinhard Höps herausgegeben. Neben diesem ehrgeizigen wissenschaftspolitischen Ziel der Etablierung eines neuen Fachs entstand durch Alex Stock buchstäblich bis zu seinem Lebensende eine am Ende 11-bändige poetische Dogmatik, die die Bilder, die Poesie und die Liturgie zur strukturierenden Erzählung über die Glaubensgeschichte des Christentums machte. Ein schier unerschöpflicher Brunnen lebendig gewordener Tradition, aus dem man noch lange schöpfen können wird. Stocks früherer Oberassistent und späterer von 1995 bis 2020 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster lehrender Professor für systematische Theologie Reinhard Höps gründete nur kurze Zeit später die Arbeitsstelle für christliche Bildtheorie, theologische Ästhetik und Bilddidaktik. Höps hat zudem unter Mitarbeit einer internationalen Forscherinnengruppe in einem Entstehungszeitraum von rund 20 Jahren ein vierbändiges Handbuch der Bildtheologie herausgegeben, deren Einzelbände Bildkonflikte 2007, dann Funktionen des Bildes im Christentum und 2020 und zwischen Zeichen und Präsenz 2014 und Kunst und Religion Band 4 2021 erschienen sind. Damit bin ich bei meinem dritten Punkt, wie ist der Iconic Turn mit der christlichen Erzählung verknüpfbar. Der Begriffsjahr Bildvermischung dieses Symposiums des Iconic Turn, Ikone und Kunst in ein suggestives Zueinander versetzt, liegt denn, wie ich finde, ein äußerst kreatives Moment inne, durchaus so, wie es das Icon dieser Veranstaltung mit dem küssenden byzantinischen Christuskopf seines Designers René Corvaillat-Koch naheliegen könnte. Dabei haben sich sie als Einzelteile miteinander, wie ich finde, auch wenn es das Plakat suggeriert, relativ wenig miteinander zu tun. Weshalb ich meine Themenstellung im zweiten Panel dieses geisteswissenschaftlichen Zugangs auch auf diesen Mix beziehe und die genannte Fragestellung setze. Wie ist der Iconic Turn mit der christlichen Erzählung verknüpfbar? Diese Frage wurde freilich bislang nicht gestellt oder höchstens verneint oder einfach nicht ins Blickfeld genommen. Oder nur mehr mit Blasphemie oder fernem Zitat beantwortet. Denn eine christliche Kunst hat doch den Geruch des Vergangenen, die Aura von Macht und Herrschaft und später einfach von Mittelmäßigkeit und Kitsch. Letzteres hat sogar Papst Paul VI.
festgestellt, als er 1964 Künstlerinnen und Künstler in die Sixtinische Kapelle lud und dies zugebend für eine neue Freundschaft zwischen Kirche und Kunst warb. Er selbst hatte daraufhin ein neues Museum angekündigt, das 9 Jahre später, am 23. Juni 1973, vor 50 Jahren also, eröffnet wurde. Die Sammlung moderner religiöser Kunst. Kann man die Intention des mittlerweile seligen Papstes vor 50 Jahren auf die Gegenwart hin updaten? Mit anderen Worten, kann man im dritten Jahrzehnt des dritten Jahrtausends Bilder ausfindig machen, die die christliche Erzählung aufnehmen, sie betreffen, sie herausfordern, ja wieder spannend machen könnten. Gegenfrage, war Ihr Gehalt in den als solchen bezeichneten Bildern nicht schon vor Jahrzehnten längst entleert und ausgemalt? Ja, muss man antworten. Und des Papstes Sammlung und die Entfremdung hat die Entfremdung leider nicht gemindert. Vielleicht aber auch deshalb, weil diese Sammlung die Fragen nicht richtig stellte und nicht die richtigen Bilder zeigte. Jedenfalls fährt man ihretwegen nicht oder noch nicht nach Rom. Nur die Ausstellungsgeschichte zu Kunst und Kirche bzw. Religion seit 1980 könnte da einiges entgegenhalten. Und gerade Graz und gerade auch unser Haus hier haben entsprechende Kapitel mitgeschrieben. Martina Beer hat schon genannt, angefangen von Entgegen, Religion, Gedächtnis, Körper in Gegenwartskunst 1997, Himmelschwer, Transformationen der Schwerkraft bei Graz 2003, Kulturhauptstadt Europas vor 20 Jahren, Relikte Reloaded, zum Erbe christlicher Bildwelten heute im Jahr 2014 im steirischen Herbst und Vulgata 77 Zugriffe auf die Bibel 2017 bzw. 2019 im Dommuseum in Mainz. Und vor allem schließlich Glaube, Liebe, Hoffnung, zeitgenössische Kunst reflektiert das Christentum im Jahre 2018. Doch allen Bemühungen vom damaligen Papst bis herunter zum Ausstellungsmacher, zum Trotz, Hölderlins berühmte Lyrikzeile, aber Freund, wir kommen zu spät, könnte dieses Mal nicht nur Poesie, sondern die faktische Realität beschreiben. Denn die Götter, die in Hölderlins Versen von Brot und Wein zwar noch leben, sind hoch über den Wolken. Hier aber kennt man sie nicht mehr, und zwar weitgehend nicht mehr. Und die Kunst spiegelt dieses Fehlen. Gott ist jedenfalls, wie beim österreichischen Künstler Werner Reiterer, seit 5 Minuten weg. Sein Heiligenschein ist abgelegt, das Handy hat er hier gelassen, doch dieses ist schon alt. Oder er feiert, wie es das Künstler bei Nina Kovaceva und, also Nina Kovaceva und Valentin Stefanov in der Zeit der Corona-Lockdowns bei uns gezeigt hat, eine Party und er schließt sein Paradies vorübergehend. Paradise is temporarily closed, closed to a private party, God. Wo sind die Götter? Wo ist Gott? Hand aufs Herz, gibt es die christliche Erzählung im kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Handeln der Gegenwart überhaupt noch? Im wissenschaftlichen Diskurs über die Kunst, in der Produktion aktueller Kunst, aber vor allem in Form sie rezipierender Menschen, junger Menschen vor allem? Oder kann man letzteren das christliche Skript nur mehr für die Aufmerksamkeitsspanne von 1-Minuten-Riedels erzählen? Oder täuschen wir uns? Bei diesem Bild, das Sie hier sehen, das einen zurückgelassenen Arbeitsplatz Gottes zeigt, liegt ein Zettel, I will be back in 5 minutes, Gott. Doch was sind 5 Minuten in der Zeitmessung des Ewigen? Jetzt
wo er offensichtlich angefragt wird, ist er jedenfalls weg. Denn das mittlerweile völlig veraltete Nokia-Handy läutet unentwegt, wenn man sich dem Draft vor ein Altar nähert. Ist Gottes Arbeitsplatz ein Callcenter, eine Telefonseelsorge, ein roter Draht, eine ferngesteuerte Alarmanlage? Es ist alles unsicher. Was haben diese suggestiven Fragen und Feststellungen mit unserem Thema zu tun? Sehr viel. Wenn das Alphabet für eine christliche Erzählung für die nächste Generation weitgehend unentzifferbar geworden ist, fällt auch eine kreative Auseinandersetzung mit ihr weg. Denn wir alle Menschen sterben, auch Künstlerinnen und Künstler, Bildwissenschaftler und Kuratorinnen und Kuratoren, weg. Was aber, wenn Nachwachsende niemals mehr mit christlicher Erzählung in Berührung gekommen sind? Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Aussage des kürzlich verstorbenen Bildwissenschaftlers Hans Belting auf einem Symposium 1999, dass das Interesse zum Bild auf seine frühe Zeit als Messdiener zurückgegangen war. Also mein fünfter Punkt, Sie sehen es, aus der Musealitätsperspektive. All das Genannte hat zur Konsequenz, dass unsere Berechtigung, den wissenschaftlichen Diskurs zum Iconic Turn aus der Perspektive der christlichen Konfessionen beleben zu wollen, sich auf der Ebene der Musealität abspielen wird. Darüber sollten wir uns im Klaren sein, wenn wir von einer kreativen Verknüpfung reden. Um es mit dem Grazer Philosophen Peter Strasser in seinem letzten Buch zu sagen, wir werden da gewesen sein. Aus der Musealitätsperspektive aber ist gerade die derzeitige Gegenwart spannend, denn wir sind gerade Zeuginnen und Zeugen einer großen kirchlichen institutionellen Implosion. Die dabei entstehenden Brocken müssen erst einmal aufbewahrt werden. Eine hohe Zeit für ein Museum. Während kirchliche Milieus derzeit immer radikaler einbrechen, ist das kirchliche Narrativ in der öffentlichen Wahrnehmung, vor allem auf sexuellen Missbrauch, Festhalten an völlig aus der Zeit gehaltenen Organisationsformen und auf das Patriarchat reduziert. So wie sich die Kirche selbst verstehen will, kommt sie jedenfalls in weiten Teilen der Bevölkerung nicht mehr an, bei der kritischen ganz zu schweigen. Was der in Berlin lebenden und aus Venedig stammenden Künstlerin Monica Bonvicini eingefallen ist, als wir sie 2018, der Anlass war 800 Jahre Diözese Graz-Seckau, zur Ausstellung Glaube, Liebe, Hoffnung eingeladen haben, ins Grazer Kunsthaus und ins Kultum, gilt Schuld. Auch die Bix-Fassade, die Sie hier sehen, des Kunsthauses Graz, wurde damals mit diesem Wort programmiert. Zwei Monate lang lief immer nur gilt. Als Kuratorinnen einer theoriebildenden Ausstellung haben wir das dennoch verantwortet. Und auch das muss gesagt werden, die Kirche hatte kein Problem damit. Ob aus Einsicht in ihre eigene Schuld- und Machtgeschichte oder aus schierer Gleichgültigkeit, steht wiederum auf einem anderen Blatt. Bonvicinis Beitrag mag in diesem Kontext eine übertriebene Position gewesen sein, aber sie brachte ein allgemeines Unbehagen gegenüber einer Institution zum Ausdruck, deren Image durch weitgehendes Selbstverschulden in den letzten Jahren schwerst in Misskredit geraten ist. Sechster Punkt, der Iconic Turn, ein Begriff für das Überschusspotenzial, um Fragen zur Zukunft von Religion und Gesellschaft zu bearbeiten. Das ist, meine Kolleginnen und Kollegen, die hermeneutische Ausgangsposition, wenn man von einer Verknüpfung von Iconic Turn und christlicher Erzählung heute sprechen will, am Beginn des dritten Jahrtausends. Meiner Erfahrung und Einschätzung nach verbietet es sich, diese Verknüpfung abgehoben von der jeweiligen Zeitsituation zu setzen. Ein Bild als Abstraktum gibt es in der Realität nicht. Es verbietet sich ferner, Künstlerinnen und Künstler für ein theologisches, geschweige denn pastorales Programm zu vereinnahmen. Vielmehr müssen ihre heute produzierten Bilder so genommen, gesehen und anerkannt werden,
wie sie in der jeweiligen Zeit eben gestaltet und bearbeitet werden. Und es muss auf der rezipierenden Seite jemand geben, mit ihnen etwas dialogisch anfangen zu wollen. Wäre das gegeben, würde man gerade in der zeitgenössischen Kunst viele Arbeiten und Ansätze finden, die eine Verknüpfung zum Christentum als höchst produktiv erscheinen lassen. Das ist jedenfalls die Frucht meiner eigenen kuratorischen Arbeit auf der Trias Gegenwart Kunst und Religion, trotz der Cassandra-artigen Töne von vorhin. Mehr noch, mittlerweile glaube ich sogar daran, dass die Kunst die einzige gewesen sein wird, um mit Strasser zu reden oder in der Grammatik von Peter Strasser, die Frage der Religion in säkularer Gesellschaft adäquat zu stellen. In den ikonischen Bildern, zu denen Kunst fähig ist, markiert sie eine Zeit, die in kirchlicher Hochsprache in Form des Konzils Zeichen der Zeit genannt worden ist. Umso mehr muss es der noch verbleibenden Theologie ein Anliegen sein, mit eben diesen Bildern die mächtige ikonische Wendung und Markieren zu kommunizieren. Nicht zuletzt deshalb ist diese Gründungstagung zur Bedeutung des Iconic Turn in den christlichen Konfessionen hier in Graz nicht hoch genug einzuschätzen. Iconic Turn, das meint in etwa in der Verschwimmung der Begriffsbildung meiner Meinung nach doch nicht einfach die Flutwelle von Bildern, die uns über die digitalen Endgeräte erreichen, auch nicht die Professionalisierung von Icons für alle Lebensbereiche, das Einsetzen von Bildern in der Wissensvermittlung, die einzige Kommunikationsform für junge Menschen auf Instagram oder 1-Minuten-Reels, sondern das meint doch vor allem das Überschusspotenzial, das Kunst gegenüber anderen Welterklärungsmodellen, Sozial- und auch Sinnsystemen in Anspruch nehmen kann. Wissenschaft, Politik, Religion, Kirche, sie kümmern sich in Wirklichkeit doch viel zu wenig um die Kunst. Andererseits buhlen sie auch um sie. Vielleicht, weil sie ihren eigentlichen Wert erahnen, ihre Freiheit und ihre Klarsicht, ihre Hoffnung und ihre Utopie. Die wissenschaftliche Rationalität, das Veränderungspotenzial, der spirituelle Impact, die sie jeweils beanspruchen können, machen die Kunst, wie ich finde, so unverzichtbar. Ikonische Wendungen in der Kunst zu entdecken, die die christliche Erzählung aufnehmen, sie betreffen, sie herausfordern, ja wieder spannend machen könnten, ist meines Erachtens die entscheidende Aufgabe, wenn man den Diskurs von Kunst und Christentum für die Zukunft weiterführen möchte. Eine Rückkehr zu christlicher Kunst wird es freilich dabei nicht geben. Die das behaupten oder fördern, leiden unter massiver Milieuverengung. Einer Evangelisierung der Kultur, wie sich vatikanische Programme, denen sich Bischöfe zu unterwerfen haben, wenn sie über ihre Diözesen Bericht erstatten müssen, wird sich die Kunst jedenfalls in großer Mehrheit verschließen. Dazu hat sie lange genug die Spuren der Autonomie beschritten. Dennoch kehre ich gerade an dieser Stelle zur Intention von Papst Paul VI. Zurück, der diese oben genannte Sammlung ins Leben rief. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Wer wie Papst Paul VI. Das damals wollte, an einer zukünftigen zeitgenössischen religiösen Kunst interessiert ist, wird heute nach Schnittstellen suchen, die zwischen der Kunst der Gegenwart und christlicher Erzählung auszumachen sind. Angesichts der Weltlage sind nur mehr Allianzen zu legitimieren, keine Kulturkämpfe. In den bislang rund 100 Ausstellungen, die ich in den letzten 25 Jahren kuratiert und bearbeitet habe, haben sich für mich jedenfalls einzelne Felder eröffnet, die die sogenannte Bilderfrage im Christentum um vieles differenzierter ausleuchtet, als ich sie noch vor Jahrzehnten wissenschaftlich angegangen bin. Wenn man nämlich diese erlebten Schnittstellen in Fragen, die zeitgenössische Kunst sich stellt und die sich freilich auch die Kirche stellen müsste, umwandelt, so könnten diese sehr vereinfachend formuliert
folgendermaßen lauten. Wie bannen wir Gewalt aus der Religion? Wie bannen wir Gewalt aus der Religion? Was können wir überhaupt noch tun angesichts des Katastrophengefühls und der Globalisierung? Wie fragil ist doch Wahrheit? Macht Religion heil oder macht sie krank? Welchen Kult werden und wollen wir feiern? Wie geben wir Leben weiter? Was können wir hoffen? Wohin geht die christliche Bildwelt in der heutigen Kunst? Und wohin ist Gott? Ich selbst habe für diese Fragen 2015 ein virtuelles Museum mit insgesamt 10 Seelen entworfen, das in Form einzelner Ausstellungen diese Spannung ausgeleuchtet hat und die aber in Wirklichkeit auch ganz reale Kunstwerke enthält, die mit jeder Ausstellung anwachsen. Die Werke lagern im Depot und warten, Grazer Zentralfriedhof lagern sie alle, von dort für Ausstellungen immer wieder abgeholt zu werden. Ich hätte Ihnen gerne zu den einzelnen Fragen Seele mit ganz konkreten Werken vorgestellt, aber das ehrgeizige Zeitkonzept von Frau Beer hat das unterlaufen. Also nur das Geschrei, ich werde Sie also vertrösten, schlicht vertrösten müssen. Ab 25. Juni nach Rom zu reisen, heute ist ja auch Faschingsdienstag, ab 25. Juni nach Rom zu reisen und diese dann dort sich anzusehen. Denn nachdem die derzeitige Leitung von Papst Franziskus neu geschaffenen Dikasteriums für die Kultur und die Bildung den Innsbrucker Bischof Hermann Klettler Ende des vergangenen Jahres um Hilfe gebeten hat, Ideen für das 50-jährige Bestehen der oben erwähnten Sammlung moderne und zeitgenössische Kunst in den Vatikanischen Museen zu spenden, wurde ich von ihm um ein Konzept gefragt. Ich würde also zeitgenössische Kunst so mit dem Anliegen der von Papst Paul VI. In die Welt gesetzten Museumsidee verknüpfen, indem ich die mächtigen Bilder der Kunst mit den genannten Fragen verbinden würde. Hunderte an Werken könnte man einzeln dazustellen. Und so zeigt es mir eine reale Versuchsanordnung, die 36 Säle des Museums für moderne und zeitgenössische Kunst im Vatikan, von denen die meisten genau unterhalb der Sixtinischen Kapelle liegen, könnte man damit bestücken. Man könnte dabei zeigen, wie man dem religiösen Fundamentalismus Einhalt gebieten müsste. Man könnte im allgemeinen apokalyptischen Katastrophengefühl, das sich durch Globalisierung, Migrationskrisen, Krieg, Umweltzerstörung und Klimawandel gerade bei jungen Menschen festgesetzt hat, Bilder mitreden lassen, die auch Rettendes sagen. Man müsste gerade vom Zentrum der katholischen Weltkirche aus bekennen, wie fragil Wahrheitskonzepte sind. Das wäre nicht Relativismus, wohl aber eine Übung der Demut aus der lehramtlichen Position der Macht. Man könnte sogar zeigen, wie interessant zeitgenössische Künstler, Künstlerinnen und Künstler wider Erwarten auch die christliche Bildwelt finden. Allerdings müsste man gerade an einem Ort mit größter Kunst wie dem Vatikan den Sakralkitsch radikal abschwören. Man könnte ferner die heilende Kraft des christlichen Glaubens, aber auch die krankmachende Seite zeigen. Man müsste in einem weiteren Saal nicht zuletzt angesichts leerer Kirchen thematisieren, welchen Kult wir eigentlich feiern wollen. Man könnte schließlich gemeinsam der Frage nachgehen, wie Leben eigentlich weitergegeben werden kann. Es ist doch offensichtlich sehr bedroht. Und man müsste Werke zeigen, die danach fragen, was wir angesichts unserer Sterblichkeit erhoffen können und ob es eine letzte Zuflucht geben kann. Schließlich betritt man Michelangelos jüngstes Gericht durch den letzten Raum des Museums. Dieses Video ist unterfüttert mit Gregorio Allegri. Und man könnte die Frage nach Gott dabei neu stellen.
Also das Konzept, meine Damen und Herren, liegt jetzt schon seit 2 Wochen in Rom. Selbst wenn es nicht realisiert werden sollte, heute ist ja Fasching Dienstag, eine Reaktion steht noch aus. Der Iconic-Turn wird auch da so mächtig gewesen sein, dass er bis zur Spitze der katholischen Kirche vorgedrungen sein wird. Peter Strasser. So wie es die schweizerische, seit langem in Wien lebende Künstlerin Nives Wiedauer an der 99. Ausgabe ihrer Minor Catastrophes gezeigt hat, wo der damalige und mittlerweile heilige Papst Johannes Paul II. Statt des Gebetsbuchs am Abend Nietzsche liest. Alles, was diese Welt bewegt, dringt früher oder später ins höchste Glaubenszentrum der katholischen Kirche ein, auch der Philosoph des Todes Gottes. Natürlich, die Werke, die dabei in Rom gezeigt werden müssten, haben Zeit. Es muss ja auch nicht sofort sein. Um es ganz kultisch zum Schluss so zu formulieren, die Hauptfigur der christlichen Erzählung wird am Beginn der Osterliturgie ja mit Anfang und Ende, Alpha und Omega, bezeichnet. Das zum Beispiel zeigt eines der wertvollsten Werke unserer Sammlung, der Your Own Personal Jesus von Manfred Ehrjautz. Er ist die Zeit selbst. Enger kann man den Iconic Turn mit christlicher Erzählung, finde ich, nicht verknüpfen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.